Reality Update 108. Heute leckere Donuts am Strand. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Kasi Brickborn. Ich bin der Carsten und im heutigen Video machen wir uns an dieses Set hier dran. Da erzähle ich gleich ein bisschen was drüber. Passt es zum Strand, passt es nicht? Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Und ich muss den Strand noch ordentlich begrünen. Es müssen noch einige Kiefern wahrscheinlich eingefügt werden, so wie diese zum Beispiel. Oder aber auch wie diese dort drüben einmal, diese große einmal. Ja, mal gucken, wie wir das mit weiteren Pflanzen machen. Ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal an mit diesem Set und dann geht's weiter mit der Begrünung. Da ist das ganze Set schon. Lego Promotional. Ich habe das jetzt schon dreimal aufgenommen. 40358. Been there, donut that. Alter 7 plus, Teile 146, Erscheinungsjahr 10/2018. EOL ging das Ganze 12/2018. Der Preis liegt jetzt so ungefähr, ja, wenn man mal so guckt im Internet, um die 40, 45 Euro. Vielleicht kommt man drunter, vielleicht gibt es auch höhere Preise. Aber finde ich vollkommen in Ordnung. Ein paar Sachen habe ich hier modifiziert, wie zum Beispiel an diesem Donutstand selbst einmal. Und zwar habe ich hier die Noppen oben weggemacht und einmal hier auf der Fläche auch. Dann habe ich hier so Dishes eingefügt. Das Ganze lässt sich auch drehen, finde ich eigentlich richtig cool. Dann haben wir hier noch die Werbetafel. Dann haben wir hier noch einen Mülleimer mit einer Banane, ein Fahrrad, vier Minifiguren, ein Hund und ein Stehtisch. Da habe ich jetzt auch mal einen Schirm drauf gemacht. Ich kann euch das nochmal kurz in der Originalverpackung zeigen. Ne? Da sieht man dann den Tisch halt ohne Schirm. Und hier oben sieht man auch die Noppen und hier auch die Noppen. Fand ich jetzt so ein bisschen besser. Keine große Sache. Ich möchte jetzt das Ganze, Moment, ich versuche es mal einmal zu drehen, hier an dieser Stelle einbauen, genau hier vorne. Natürlich nicht so in den Sand setzen, sondern da muss ich ja irgendwie eine Art Podest hin oder sowas. Und da mache ich mich jetzt mal dran, so ein Holzpodest und versuche das Ganze dann mal zu gestalten. Ja, was wir auch machen müssen, ist natürlich so wie hier diesen Mann mit dem Koffer. Passt nicht am Strand, da müssen wir eine komplett andere Minifigur natürlich hin tun. Oder wie hier diese Ärztin oder Schwester, wie auch immer, mit dem Handy in der Hand. Passt nicht am Strand. Da tun wir natürlich dann Strandfiguren hin. Und ich würde sagen, ich lege jetzt los. Da ist der Podest jetzt soweit erstmal fertig. Ich habe den ziemlich einfach gestaltet, nichts Besonderes. Habe das auch schon genauso abgepasst, wie das Häuschen da drauf soll. Von unten ein bisschen mit Dark Blue Grey dann wieder abgestützt. So, und jetzt müssen wir hier vorne ein bisschen das Grün erst wieder wegmachen. Das werde ich dann anders hinsetzen oder drumherum und erstmal diese Plattform da hinsetzen. Ich melde mich gleich wieder. So sieht das Ganze jetzt einmal aus. Ich habe den Donutladen hier ein bisschen schräg drauf gemacht und auch das Grün hier dementsprechend neu gemacht. Musste alles neu gemacht werden, damit der hier dementsprechend mehr in diese Lücke reinkommt. Ja, dann habe ich hier hinten noch einen Fahrradständer gemacht. Es fehlt mir auch ein kleiner Fahrradständer natürlich auch noch. Ist ja kein Massentourismus hier, ne? Da wollte ich nur mal gesagt haben. Und ich finde, es passt auch ganz gut mit dem Donutladen. Denn mein ganzes Wasser befindet sich ja nicht, sage ich mal, in der Karibik. Ja, hier herrschen in der Stadt vielleicht 20 bis 25 Grad. Und von daher schmilzt auch hier nichts weg. Ich leg weiter los hier. Wir müssen das ordentlich noch begrünen hier. Da fehlt noch einiges. Den Baum habe ich auch schon mal ausgetauscht. Den habe ich eben schon mal neu gemacht. Da stand ursprünglich dieser hier. Aber der kommt jetzt gleich auch sofort wieder rein. Ich glaube, den ganzen Strand werde ich nicht fertig machen können. Aber zumindest diesen ganzen Bereich. So richtig schön mit Figürchen gleich. Ich mache mich dran. Bis gleich. Ja, ich bin fertig. Ich habe noch viele Nadelbäume hinzugefügt, wie ihr hinten an der Felswand seht. Hier mal ein Blick auf die ganze fertige Sache von heute mit dem Donutladen. Finde ich total klasse. Hier mal ein anderer Blickwinkel. Und jetzt kommen wir auch sofort zu den kleinen Szenen, die ich mit den Minifiguren gemacht habe. Und zwar nimmt sich hier eine Frau einen Teller von dem Stapel herunter, um sich den mit einem Donut zu belegen. Hier ein Hund, der bei diesem Pärchen ein bisschen am Betteln ist. Und auf diesem Bild hat sich wohl einer eine Kaffeetasse direkt mit ans Wasser genommen. Warum eigentlich auch nicht? Hier nochmal das Werbeschild mit der Mülltonne und dem
Fahrradständer. Finde ich total klasse. Hier ein herannahender Taucher, der natürlich schon die Flossen und sein Equipment mit dabei hat. Hier das verliebte Pärchen. Sie wird gerade beglückt von ihm mit einem Donut. Klasse Szene. Insgesamt ein super Gesamtbild, hat sich farblich sehr gut eingefügt, wie ich finde, hier in der Bucht. Das lassen wir so und ich bin zufrieden. Das ist immer wichtig. Ja, ich finde ein klasse Bild heute. Schön, was wir heute alles geschafft haben. Finde ich richtig gut, auch die ganzen Bäume hier. Also ich finde ja immer ein klasse Wort dafür, nämlich sensationell. Ne, ich finde es wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt machen wir erstmal weiter mit den Zugfahrten. Und zwar fährt heute das alte Krokodil mit der Artikelnummer 4551. Auf geht's! Das war's für heute erstmal. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne und antworte auch gerne. Dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ihr seht schon, diese Stelle ist ja jetzt hier auf dieser Seite komplett fertig. Wir müssen natürlich noch hier komplett diese Seite bearbeiten. Da wird noch einigermaßen viel passieren. Ich würde sagen, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Tschüss!